Das Leben und das traurige Ende von Marcello Mastroianni. Marcello Mastroianni wurde am 28. September 1924 in einem kleinen Dorf namens Fontana Liri in der Provinz Frosinone in der Region Latium, Italien, als Sohn von Ottone Mastroianni und seiner Frau Ida geboren. Sein Vater betrieb eine Schreinerei. Aufgewachsen ist er in Turin und Rom. Während des Zweiten Weltkriegs war Mastroianni in einem deutschen Gefangenenlager inhaftiert. Er floh aus dem Gefangenenlager, um sich in Venedig zu verstecken. Nach dem Zweiten Weltkrieg besuchte er die Universität Rom und gab sein Schauspieldebüt in universitätsgestützten Amateurtheatern. Sein Filmdebüt gab er im Alter von 14 Jahren als nicht im Abspann gezeigter Statist in dem Film Marionette von 1939, gefolgt von einem weiteren Die Kinder sehen uns im Jahr 1944. 1945 begann er für Lion Films in der italienischen Abteilung in Rom zu arbeiten und schloss sich auch einem Theaterclub an. Für das nächste Jahrzehnt oder so spielte er Trivialrollen in mehreren Filmen, bis er 1951 mit seiner ersten prominenten Rolle in dem von Giacomo Gentilomo inszenierten italienischen Drama The Accusation landete. 1958 spielte er in der italienischen Kriminalkomödie Big Deal on Madonna Street unter der Regie von Mario Monicelli, die zu einem der Meisterwerke des italienischen Kinos wurde. Auch nachdem er über zwei Jahrzehnte mehrere Filme gemacht hatte, gelang ihm 1960 mit der von der Kritik gefeierten italienischen Komödie La Dolce Vita unter der Regie von Federico Fellini sein wirklicher Durchbruch. Für seine Leistung erhielt er den Preis Nastro d'Argento als bester Schauspieler. Seine Charakterisierung eines verarmten sizilianischen Adligen Ferdinando Cefalù in der italienischen Komödie Divorce Italian Style von 1962 unter der Regie von Pietro Germi brachte ihm den Golden Globe Award, den BAFTA Award und Nastro d'Argento als bester Schauspieler ein. Für seine Leistung in dem Film wurde er auch für den Academy Award als bester Hauptdarsteller nominiert. Die anderen beiden Filme, für die er eine Nominierung für den Academy Award als bester Schauspieler erhielt, waren A Special Day 1977 und Dark Eyes 1987. Seine nächste Hauptrolle war wieder in einem Fellini-Film, einer 1963er Komödie, 8½, die zwei Academy Awards in der Kategorie bester fremdsprachiger Film und bestes Kostümdesign erhielt. Er testete die Rolle eines berühmten Regisseurs, Guido Anselmi, der sich aufgrund künstlerischer und ehelicher Herausforderungen in einer gestörten Phase befindet und an einer Regieblockade leidet. Ein weiterer spektakulärer Film von Mastroianni im Jahr 1963 war der italienische Komödienanthologiefilm Yesterday, Today and Tomorrow von Vittorio De Sica. Der Film, der mit dem Academy Award für den besten fremdsprachigen Film ausgezeichnet wurde und ihm den BAFTA Award als bester Hauptdarsteller in einer Hauptrolle einbrachte. Die temperamentvolle und legendäre Schauspielerin Sophia Loren wurde ihm im Film gegenüber gecastet. Das Duo brutzelte mit seiner Chemie auf dem Bildschirm in vielen anderen Filmen wie Marriage Italian Style 1964 und A Special Day 1977. Sein letzter Film war ein portugiesisch-französisches Drama, Voyage to the Beginning of the World, unter der Regie von Manuel de Oliveira und posthum am 5. Mai 1997 veröffentlicht. Am 12. August 1950 heiratete er Flora Carabella, eine italienische Film-, Fernseh- und Bühnenschauspielerin. Ihre Tochter Barbara wurde 1952 geboren. Aufgrund seiner außerehelichen Affären trennte sich das Paar schließlich. Nach der Trennung hatte er seine erste ernsthafte Liebesbeziehung mit der amerikanischen Schauspielerin Faye Dunaway, mit der er 1968 in A Place for Lovers mitspielte. Als Mastroianni jedoch, ein Katholik, leugnete, sich von seiner Frau Dunaway scheiden zu lassen, die heiraten und haben wollte eine Familie mit Mastroianni verließ ihn schließlich 1971, nachdem er 3 Jahre gewartet hatte, in der Hoffnung, dass er seine Meinung ändern würde.
Irgendwann um 1976 ging er eine romantische Beziehung mit der italienischen Regisseurin Anna Maria Tato ein und blieb bei ihr bis zu seinem Tod. Leider, am 19. Dezember 1996 starb er an Bauchspeicheldrüsenkrebs und wurde im Cimitero Monumentale del Farano in Rom, Italien, beigesetzt. Auf Wiedersehen, Marc Ello Mastroianni.